Showbiz Interactive. Rogue. Ja, liebe Gruselfreunde da draußen und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Horror-Game hier bei Creepy Games. Wir zocken das Game Under Deeps of Fear. Ja, in diesem Spiel befinden wir uns auf einem Schiff und ja, müssen halt herausfinden, wie wir auf diesem Schiff gelandet sind. Und da geht natürlich irgendwas Mysteriöses vor. Es ist ein Horrorspiel. Und es ist noch gar nicht so alt, es kam am 26. Oktober 2020 raus. Allerdings damals nur in der englischen Sprachausgabe. Und jetzt seit ein paar Tagen kam ein Update raus, wo neue Sprachen hinzugefügt wurden. Und Deutsch ist da auch mit dabei gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, zocke ich mal dieses Spiel. Es sah auf den Bildern ziemlich cool aus. Was genau die Story ist, weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich würde sagen, wir starten mal ein neues Game und ich wünsche euch viel Spaß. August 1917. Der große Krieg hat nun 3 Jahre in Folge über Europa gerummelt und über 10 Millionen Menschenleben gefordert. Die Lebenserwartung eines durchschnittlichen Soldaten in den Schützengräben beträgt nur noch 6 Wochen. Nicht sehr lang. Da die gesamte Gewässer rund um das Vereinigte Königreich inzwischen ein Kriegsgebiet sind, haben deutsche U-Boote bereits über 4000 Schiffe versenkt, sowohl militärisch als auch zivil. Celtic Sea. Kurz zu erwähnen, Sprachausgabe ist komplett auf Englisch, aber deutsche Untertitel. Und das ganze Gameplay ist ebenfalls auf Deutsch. Und ja, mehr muss man eigentlich nicht zu sagen. Der Rest kriegt man dann alleine raus. Bloody hell. The blasted door will not open anymore. We can't carry the damn bastard up on the stairs. Aye, leave the bloody fool. No use for a man like him at home. Let the bastard rot in his chair. Hä? Verwenden Sie WASD, um zu gehen. Hä, wir sind im Rollstuhl. Wie kann der jetzt auf einmal laufen? Wundheilung, nicht Wundheilung, ich meine, Blitzgenesung, wie man das so schön sagt. Okay. Stair to F-Deck. Das scheint jetzt mal das Tutorial zu sein, vermutlich. Keine Ahnung. Abholen. Trinken mit linker Maustaste. Eine Infanterie-Wasserflasche. Okay. Ah, das soll die Gesundheit wiederherstellen, vermute ich. Okay, schon können wir wieder besser laufen. Aber er schwankt immer noch ein bisschen. Okay. Ich denke mal, man wird in dem Spiel auch etliche Tagebucheinträge finden oder sowas in der Art. Was haben wir hier? Nehmen. Projektorbild. Neue Memoria Folie erworben. Wie kann man denn die Sachen angucken? Ganz kurz schauen. Gut, man kann gar nicht so viel einstellen. Ich dachte, man kann vielleicht noch die Steuerung irgendwie ein bisschen einstellen, aber da scheint nichts zu gehen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Noch sind wir allein auf dem Schiff, aber ich glaube, das wird sich bald ändern. Ah, hier sind wir ja hergekommen. Gut, dann müssen wir ja hier lang. Hier waren wir gerade drin. Hier geht's jetzt weiter. Ah, man kann also auch Türen öffnen. Gut. Gut zu wissen. Schachtel mit 3 Streichhölzern kann mit Hilfe von rechter Maustaste angezündet werden. Okay.
Das scheint eine wichtige Rolle in dem Spiel zu spielen. Streichhölzer. Ich denke mal, die werden wir noch gebrauchen. Hier waren wir noch nicht. Also bis jetzt sehr ruhig. Man kann auch leider keine Schubladen öffnen. Ein beschädigtes Foto eines Trupps. Okay. Was ist mit den Gesichtern passiert? Die wurden alle ausgekratzt. Alles klar. Nee, ich wollte eigentlich kein Streichholz anzünden. Aber gut zu wissen, dass es geht. So, ich habe jetzt auch mal oben links die Facecam eingeschaltet, damit ihr auch seht, was ich tue. Und falls ich mich erschrecke, dass ich natürlich ein blödes Gesicht mache, das darf ja bei einem Horrorgame nicht fehlen. Alter, ich bin jetzt gerade mal hier 5 Minuten im Spiel und ich habe das Gefühl, ich habe mich schon verlaufen. Keine Ahnung, hier sieht irgendwie alles gleich aus. Was haben wir hier? Was? Schlüsselcode Tor. Lok Nummer 6. T lesen. Achterdeck Tor Schlüssel Nummer 6. Schreiben wir uns mal auf. Haben wir vielleicht noch Achterdeck Tor. Tor 6. Man kann es ja nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen es uns notieren. Vielleicht kann man das ja noch gebrauchen für irgendwann später. So, hier geht es nicht weiter. Kann man zwar durchgucken. Ah, ich tue immer... Ich möchte eigentlich gar kein Streichholz anzünden und trotzdem... Ah, ist das sogar... Nee. Ah, gut, zack. Hallo? Wie kann man denn... Ach so. Ah, okay. Haben wir es ja schon gelöst, das erste Rätsel. War ja nicht so schwer. Diese Tür braucht einen Schlüssel, okay. Also, man kann eigentlich so gut wie jede Tür öffnen. Das heißt, wir gehen noch mal kurz zurück. Hier waren ja noch ein paar Türen, wo verschlossen waren. Die hier zum Beispiel. Die ist aber zu. Da kann man nicht viel machen. Hier gab es noch eine Tür. Die ist auch zu. Okay. Man kann auch sogar noch hochlaufen, alles klar. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich durch dieses Tor, wo wir gerade geöffnet haben. Und das kann ich mir eh nicht vorstellen. Hier war noch eine Tür. Eben, die brauchen Schlüssel. Hier waren wir gerade drin. Dann gehen wir hier weiter. Die geht auch nicht auf. Die geht auf. Okay, was haben wir hier? Irgendwas zum Lesen. Irgendein medizinisches Dokument. Kritische Medizinakte 3. Eisenstangenfall. Unbekannter Soldat der Kavallerie bei Bewusstsein mit einer 12,5 cm langen Eisenstange durch den Kopf aufgefunden. Patient wurde innerhalb von 12 Stunden nach Auffinden zum nächstgelegenen Abreiseort nach England gebracht. Tag 1 des Transports. Patient bei Bewusstsein, delektiert jedoch als Folge der schweren Hirnverletzung, faselt von morbidem Themen und achtet nicht auf Befehle und Bitten, diese Äußerungen zu unterlassen. Tag 2 des Transports. Der Patient entwickelte eine Infektion im Wundbereich und begann allmählich zu schreien, was sich in einem kontinuierlichen Schmerzensschrei entwickelte. Der Patient erhielt Rum und später Morphium, jedoch ohne Erfolg. Nacht, Tag 2. Patient tot in seinem Stationsbett aufgefunden. Na gut, das ist, glaube ich, nicht so abwegig, wenn man 12,5 cm Eisenstange im Kopf hat. Sind, glaube ich, die Überlebenschancen nicht so sonderlich groß. Harry, wo bist du allein? Ein Terminal. Ein Terminal, die muss aufhören. Die lässt mich. Und Hand. Die kannst mir auf der Verbunden. Wir werden mal zum Meister.
Okay. Irgendwas hat sich auf jeden Fall gerade bewegt. Hier. Ein Schlüssel. Hallo? Okay. Das kann sein, dass das... Ich habe kein gutes Gefühl. Hallo? Okay. Ist auch nochmal was zum Lesen. Anweisungsordner des Stationsleiters. Aber kann man auch nicht viel erkennen, wie es aussieht. Gut, wir müssen dann da hier durch. Wie es ausschaut. Hier lang. Ich habe leider keine Streichhölzer mehr, verdammt. Alter. Hier raus. Einige Türen können aufgebrochen werden. Wenn du gegen sie rennst. Hier? Nee. Ah. Okay. Ist das gewollt? Loading. Also noch sind wir allein auf dem Schiff, aber ich schätze mal, das wird sich bald ändern. Und keine Ahnung, was uns da erwartet, aber Main Room. Ah, das ist der Schiffsraum, oder? Okay. Ist hier irgendwas zu sehen noch? Ne. Es kann doch nicht sein, dass wir hier komplett alleine sind auf dem Schiff. Krass, ey, das kann doch echt nicht sein. Okay. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Oh, zum Glück wieder Streichhölzer, sehr schön. Gott sei Dank. Also die müssen wir echt sparsam verwenden. What the fuck? Cool, wir wurden eingesperrt. Sehr, sehr charmant. Okay, hören wir mal kurz. As I assumed, what did you reckon your expectations to be? Well, we all went to fight. We left our families, our bloody lives. Go on. We needed everyone for our king. Every bloody day they said. If one stays, we all suffer. Don't delude your way out of it. It will happen. Let your soul rest. That what happened will never happen again. Bloody hell. If only we knew what a killer a bloody coward can be. I know what you're looking for. The way out? Never. This will never end. Okay. What the fuck, Alter? Was war das? Oder was? Alter. Lasst mich hier bloß raus. Legt mich am Arsch. Okay.
Ich warte echt nur darauf, dass mir irgendwas ins Gesicht springt. Hey, hier waren wir doch gerade. Wie geht's hier dann nach oben? Okay. Na gut. Ist zwar ein anderes oben, aber wir sind zumindest wieder oben. Okay, irgendeine Schutzweste. Kann ich aber nichts. Hey, hier geht's gar nicht weiter. Alles klar, na gut, dann müssen wir hier lang. Ich sag ja, Leute, es ist viel zu ruhig. Okay, hier geht's auch rein. Interessant, interessant. Hier irgendwas anschauen. Hier muss ich irgendwas. Was? Boilerraum. Generator. Watertight Door Indicator Panel. Leuchten aber alle grün. Hä? Okay. Alter. What the fuck? Ne, das sind gar keine Augen, oder? Hä? Leck mich am Arsch. Lichtgeflackere macht mich fertig. Hier kommt man. Hey, was ist das? Was ist das? No Engine Room. Wahrscheinlich müssen wir die Tür irgendwie öffnen. Mir irgendwas abdrehen? Nee. Alter. Dieses scheiß Lichtgeflackere. Oh. Leck mich am Arsch. Engine. Das war hier. Das da. Boiler Room. Aber. Die Frage ist nur, welche. Water dort halt. Ah. Okay. War das jetzt geplant? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, dieses Geflagger macht mich fertig. Okay. Scheint ja richtig zu sein. Gut, dann hier lang. Alter. Jetzt erschrecke ich mich schon wegen so scheiß... Geräusch, ne, ohne Witz. Leg mich am Arsch. Gibt's hier einen Speicherpunkt? Ne, anscheinend speichert das Spiel automatisch oder man muss irgendwie. Was soll ich denn hier machen? Hä? Gar nichts oder was? Stop. Ne, anscheinend kann ich hier gar nichts machen. Ich muss jetzt mal Licht anmachen. Ich sehe hier überhaupt nichts, ne. Wie lange hebt denn so ein Streichholz überhaupt? Ist auch eine gute Frage. Weil wenn es relativ lange hebt, dann muss man es eigentlich nicht so oft verwenden. Was war das? What?
soll ich tun? Okay. Steigt auf jeden Fall Wasser hier ohne Ende. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier lang muss. Kommt er nicht da hoch? Wo soll ich denn hin? Ja, schön. Cool. Super. Ich wollte dich hoch. Ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll. Gutes Teil abdrehen. Na schön. Ja, da sollte ich ja nicht so viel Streichhölzer anzünden. So, ich muss. Hallo? Würdest du da hochgehen? Keinen Plan, wo ich hin soll. Ohne Witz. Ich muss irgendwo darüber. Auf jeden Fall, aber. Aber wie? Geht ja da nicht hoch. Ja, schön. Cool. Sie können einige Objekte verschieben, indem sie auf sie stoßen. Hä? Muss ich gegen die Dinger rennen oder was? Das glaube ich nicht. Warte. Immer der gleiche Trick. Da falle ich auch nur einmal drauf rein. So, hier komme ich ja nicht mehr zurück. Jetzt kommen wir da runter. Irgendwie hier muss ich lang. Hier muss ich hoch. Und das Teil abdrehen, dass man da vorbeikommt. Das macht ja alles Sinn. So. Jetzt komme ich ja da vorbei. Ach so, ist das. Okay, man kann da einfach gegenrennen, okay. Alles klar. Ja gut, dann. Hä? Was geht jetzt ab? Boah. Schön, dass man hier nichts sieht. Das ist immer klasse. Alter, was? What? Was eine Bordierhelm mit Löchern auf beiden Seiten. Hey? Alter. What the fuck, hey? Oh. Gibt's hier Waffen in dem Spiel, oder was? Hä? What the fuck? Hallo? Alter, wer bist du gewesen? Leck mich am Arsch. Okay, das Wasser steigt auf jeden Fall. Ja, schön.
Super. Ja, schön, und jetzt? Ach so. Blick's Gott nicht, was ich hier tun soll. Ach so. Ah, hä? Okay. Alles klar, jetzt sind wir auf weiter oben. Da kommt das Wasser ja nicht so schnell hin. Okay. Krass. Gut, dann gehen wir hier lang. Schade, dass man ja nicht so viel durchsuchen kann. Ist ein bisschen blöd. Hier haben wir noch was zum Lesen. Liebe Amelia, oder Amelia, oder ja, Amelia. Heute war unser erster Tag an der Front. Seit wir nach dem Training hier eingetroffen sind. Ich bin ziemlich beeindruckt von den Bedingungen, die hier herrschen. Sie sind nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich bestehe darauf, dass wir Frankreich besuchen werden, wenn dieser Krieg vorbei ist. Nach einem Tag, an dem wir unsere Gräben kampfbereit gemacht haben, traf ich auf die anderen Mitglieder meines Zuges. Und ich muss sagen, Entschuldigung, dass ich mit diesen Jungs ganz gut klarkomme. Wir alle teilen einen gewissen Abenteuergeiz, auch wenn es einen Mann gibt, der mir Kopfzerbrechen bereitet. Ich glaube, er heißt Alexander. Er wirkt wie ein Mann, der hinsichtlich dieses Krieges keinerlei Ehrgeiz verspürt und ist, was eigentlich am schlimmsten scheint, den ganzen Tag ziemlich verängstigt wirkt. Ich hoffe sehr, dass er sich etwas zusammenreißt. Unser Offizier hat uns klar und deutlich gesagt, dass unser Zug zusammenhalten muss, um im Kampf effektiv zu sein. Ich werde dir bald wieder schreiben, in Liebe. Okay. Cool. Okay, hier ist auch zu. Hä? Post. Ah. Okay. This need not be a solitary topic for you. For your departure, there's a need for you to dispense with. Now tell me. I heard them speak of him. He was there. There was always general word of his existence. Put on this arm and chased the those who fend for themselves only. Never had I seen him. Now when did you hear of him? And what was the name he went by? What don't. They spoke of him after a murder was committed. After countless lives were lost to the actions of one. They said he roamed dead man's land, slowly peering into every man's rightful body. Those who still live, lived no more after he had passed. Searching he was, they said, but the one who sided with his very own conjurer, Lucifer himself. That's the lesson you've been hearing the cloven hoofs. Now these are just dark tales, possibly from you alone. Careful to speak of evil this way. One doesn't know the terrors of sudden death until you see it. Darkness arises long before men are buried in their graves. Those cloven feet will bind those in guilt. Okay, take it, sweep it. This will not construct our world. Make sure it's gone. Alter. Immer diese Geräusche. Okay.
Frage ist, wo muss ich hin? Also hoch komme ich nicht. Kann man da wenigstens hoch? Nee, dann kann sie nur hier lang gehen. Ja, hi. Hä? Okay. Wage nicht, dich umzudrehen. Ah, schön. Hi. Haha. Cool. Sehr, sehr schön. Was? So, ich muss mich wieder ducken. Okay. Ein Streichholz haben wir noch. Schön. Da geht's nicht weiter. Okay. Okay. Alles klar. Oh, warum nicht? Schlüssel. Cool. Ich gehe stark davon aus, dass gleich irgendwas kommt. Es ist viel zu ruhig. Es ist viel zu ruhig. Ich hasse diese engen Gänge. Was? Was? Was heißt das? Oh, schön. Gut. Super. Ja, warum nicht? Alter. Wieder sieht mich. Hä? Alter. Alter. Was war das? Okay, jetzt stelle ich mir die Frage, kommt er immer nur, wenn ich... Wenn es so dunkel wird, oder? Hä? Okay. Was hat es mir jetzt gebracht? Kommen wir trotzdem nicht durchs Tor. Schön.
muss ich wieder irgendwo gegenrennen. Hat hier auch keinen Sinn. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo den Schlüssel finden. Und das am besten relativ schnell. Ich vermute, dass der hier ist, oder? Ja, eben. Gerade sagen. Macht doch mal am meisten Sinn. Immer da, wo der, wo die Gegner rauskommen. Hey, der Witzke. Warum so kompliziert? Okay, ich muss hoch. Okay. Na gut, hier möchte ich da rein. Muss ich wahrscheinlich auch. Ja, schön. Hä? What the fuck, Alter? Okay. Alles klar. Der Raum verändert sich einfach mal. Ja, warum nicht? Hä? Warum? Geht's nicht weiter. War schon ein abgefucktes Spiel, ohne Witz. Also es macht auf jeden Fall Bock, ist richtig cool. Aber trotzdem irgendwie total verschickt. So. Man kriegt immer nur 3 Streichhölzer. So, lesen wir mal kurz. Gesichtsrekonstruktion Fall 4a. Der Leichnam eines Mitglieds der Highland-Truppe wurde nach einem tödlichen Angriff geborgen, um das medizinische Wiederbelebungsexperiment gemäß dem zweiten Lebensgesetz zu implementieren. Das Gesicht wurde durch Gipsrekonstruktion erfolgreich vor der Wiederbelebungsmaßnahme abgedeckt. Die Prozedur wurde als nicht erfolgreich beurteilt, nachdem die Wiederbelebung des Patienten nur mit animalistischen Neigungen zurückließ. Der Patient ist am Abend vor der Rückkehr zum Festland in den Zustand des Verstorbenen zurückzuführen. Alter, was labern die überhaupt? Jetzt mal ohne Scheiß. Haben die auf dem Schiff irgendwelche Experimente mit Toten gemacht? So kommt es mir nämlich langsam echt vor. Hier geht's wieder runter. Da braucht man Schlüssel. Der Schlüssel ist natürlich wieder irgendwo da unten. Was sonst? Ja. Cool. Kommt er jetzt wieder, oder was? Also ist das ein rein, ist ja ein reines Labyrinth hier. Alter. Das ist echt das reinste Labyrinth. Ich meine, wenn hier jede Tür zu ist, wo soll ich denn hin? Ja, toll. Ah, hier ist auf. Na schön. Geh mal hin. Kann man noch mal was lesen? 5. Juli Bericht. Es ist dem Grab entkommen. Es wird nie denen entkommen, die er zum Verrotten zurückgelassen hat. Wir sind immer hinter dir. Pass nur auf. Okay. Keine Ahnung, ob die Nachricht an mich war. Oder an wen auch immer. Ah. Hi.
Na du? Keiner da? Schön. Falls ich den Schlüssel finden sollte, ich habe keinen Plan mehr, wo ich überhaupt noch... Alter, wie viele Schlüssel sind hier bitte? Ist das der richtige? Wahrscheinlich. Leck mich am Arsch. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich hin soll. Ohne Scheiß jetzt. Ich meine, es ist schön, dass das Wasser steigt. Ohne Ende. Es ist sehr... finde ich sehr schön. Muss man da irgendwo hochkommen? Okay, das ist safe der falsche Weg. Geil! Geil, hier muss ich hoch, hä? Wie, hier ist zu? Ernsthaft? Ist jetzt ein Scherz, oder? Es ist ja auch jetzt ein Scherz. Hier hoch. Hier war doch der andere Schlüssel. Warum kann ich den nicht nehmen? Blicke ich jetzt nicht. Ich blick's jetzt gerade echt nicht. Hier ist kein Schlüssel dran. Gut, dass ich jetzt gleich sterb. Ist super. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ach, Mann. Also den Schlüssel zu finden, klar, das ist ja jetzt nicht das Problem, aber halt wieder. Hier geht's ja. Hier geht's runter. Dafür brauche ich den Schlüssel. Aber dass das Ding hier zu ist, das ist halt auch scheiße, ne? Ging's ja auch gar nicht weiter. So? Nee. Eine Art Nachricht. Na gut, das kennen wir ja schon. Ja, hier ist halt kein Schlüssel gewesen. Hier war der Schlüssel. War der Ausgang, oder? Hier. Aber wie komme ich da hoch? Hä? Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Geht's auch nicht weiter?
Hä? Für was ist denn dieser verkackte Schlüssel? Alter, das gibt's doch nicht. Hier noch irgendwas aktivieren, ey. Komisch. Den anderen Schlüssel konnte man ja nicht nehmen. Das ist ja eben das. Kann ich den Schlüssel nicht nehmen? Nimm doch den verkackten Schlüssel jetzt mit. Ich verstehe es nicht. Macht's ja nicht. Macht er nicht, will er nicht. Ich blick's gerade echt nicht. Tut mir leid. Ah. So, man kann da drunter durchtauchen. Ja, ist super. Sag das doch was, ne? Woher soll ich das denn wissen? Hä? Ja, was soll ich jetzt da machen? So, hier lang. Alter. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Hä? Ach du Scheiße. Schön. Cool. Ach du Scheiße, ich hab so Gänsehaut. Ja. Gut. Da ist ein Schlüssel. Das brauche ich eine Sicherung. Wo soll ich eine Sicherung herkriegen? Hä? Schön. Gut. Klasse. Ja. Dann
müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Wahrscheinlich kommt der böse Mann jetzt gleich. Warten das überhaupt? Vorne irgendwo, oder? Hier? Ne. Auch nicht? Hä? Hä? What the fuck, Alter? Hier was. Nee. Alter, ich blick nicht mehr, wo ich hin muss, ohne Witz. Hier was lang. So, nee. Hier. Wie viel muss ich von denen finden? Geht auf jeden Fall irgendwas hoch. Oh, Dankeschön. Ah, gut. Ah, Türfinder musst du wieder da eine Sicherung finden. Ah, Alter. Okay, wo sind wir jetzt? Auf jeden Fall weiter oben. Ich komme mir vor, als bin ich hier auf der Titanic, ey. Ah, was ist das hier? Spa-Bereich. Das sieht mir aus wie ein Pool oder irgendwas. Schuppe alles zu. Und dann geht's ja nur hier, Leute. Da geht's rein. Sehr schön. Da ist aber nichts drin. Geht's auch rein. Nehmen wir nochmal Streichhölzer mit. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Hier geht's rein. Projektorfilm. Kann man die irgendwo angucken? Das wäre interessant. Alter. What? Hä? Alter. Ah, hier ist auch was. Schlüssel zu einer Tür. Schön. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe da gerade einen Schlüssel benutzt, Alter. Hua! Alter, wo kommst du her? Hä? What? Wie soll ich denn so schnell reagieren, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Ist klar, natürlich. Wie soll ich denn so schnell reagieren? Mich verarschen oder was? Hätte ich jetzt laufen müssen einfach? Frage ist halt immer, wo soll man hinlaufen? Ich hasse sowas, solche Passagen, wo man vor irgendwas wegrennen muss, man aber keine Ahnung hat, wo man hinrennen muss. Ah, lecke. Kennen wir schon, ist nicht lustig. Nicht wirklich beängstigend. So, hier haben wir einen Schlüssel gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Achso, die war ja vorher zu, die Tür. Ah, okay. Ja, das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach laufen. Die Frage ist nur, wo ich hinlaufen soll. Die Tür braucht einen Schlüssel.
gar keinen Sinn. Wo soll ich hinlaufen? Hä? Also wegrennen bringt nichts. Das heißt, ich kann ja nur theoretisch durch die weiße Tür. Theoretisch durch die weiße Tür muss ich dann, aber... Hä? Blicke ich jetzt auch nicht ganz. Okay. Jetzt kommt das wieder, das kennen wir ja alles schon. Ist ja nicht real. Da ist der Schlüssel. Genau, der Schlüssel ist für die Tür. Dann gehe ich jetzt da rein. Ich kann doch überhaupt nicht entkommen. Hä? Blick ich nicht. Blick ich jetzt gerade echt nicht. Oder ich muss echt durch die Tür da. Durch die Weise. Ansonsten. Wir können es ja nochmal probieren. Hier waren die Dinger drin. Zum 100. Mal. Hier war das drin. Nehmen wir auch mal mit. So, dann kommt das andere wieder, wo mich nicht interessiert. Und hier war der Schlüssel drin. Okay. Kann ich ja eigentlich theoretisch nur durch die weiße Tür. Das ist die einzigste Möglichkeit, sobald dieses rote Ding angeht, wo ich durchkomme. Ansonsten, ich habe echt keine Ahnung, was ich tun soll. So, jetzt geht die Tür gleich auf. Wenn man durch die Tür läuft, dann kommt ja dieses... nicht durch. Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, ich melde mich gleich nochmal, wenn ich es denn rausgefunden habe, wie es denn hier weitergeht. So. Ich probiere jetzt nochmal was. Ich glaube nämlich, man kann durch die Tür einfach durchrennen, indem man es einfach schnell in Richtung der Tür rennt. Und dann sollte sie einfach eigentlich aufgehen. Mal schauen, ob das klappt. Das ist die einzigste Möglichkeit, wie man dem Typ da entkommt. Man kann nicht an ihm vorbeirennen, sonst wird man erwischt. Sondern man muss halt... eben. Man kann einfach durchrennen. Das heißt, man muss das Ganze gar nicht alles miterleben. Na gut, dann geht's weiter. Alter, wieder viel zu viele Türen. Tür ist auf. Was ist das? Drück einfach mal irgendwelche Schalter. Ich meine, warum nicht? Das sag ich mir immer. Warum nicht? War ich hier schon? Die Tür war das, wo aufgeht. Okay. Na gut. Oh Gott. Oh. Hi. Ja, super. Auf dich habe ich gewartet. What? Alter. Einige Türen können geschlossen werden, um Monster aufzuhalten. Ah, gut zu wissen. Gut zu wissen.
schön. Hä? Na, hier muss ich jetzt wieder was verschieben, ne? Hä? Tür braucht einen Schlüssel. Ist aber kein Schlüssel. Schön. Toll. Hier ist aber kein Schlüssel. So, kommen wir jetzt auch raus hier. Alter, was klopft denn die ganze Zeit? Ich bin da nicht da. What the fuck? Okay. Keine Ahnung, was ich hier tun soll. Was soll ich da tun? Hä? Okay. So als einfach eigentlich mehr oder weniger Zufall. Okay. 20 mehrere Male in Rot geschrieben. Armer Kerl, ein anderes Leben genommen durch einen Feigling. Ja gut, das kenne ich ja schon. Was bringt's mir jetzt? Kommt er jetzt hier rein? Ich hoffe nicht. What? Wie die Leiche ist weg. Alter, ich raste aus. Alter. Diese Gänge hier. Okay. Ja, schön, dass es hier auch Leichenkammern gibt. Sehr beruhigend, muss ich sagen. Totenschein. Gut, kann ich nicht weiter lesen. Leider. Gut, aber irgendwas muss ich hier machen.
Heilige. Also ich kann den Totenschein lesen, aber... Was ich da machen soll, ich weiß es nicht. Kann hier gar nichts machen. Oder was? Hä? Gute Frage. Patient 23. Also muss ich die 23 öffnen oder wie? Okay. Oh Mann, ey. Sowas habe ich gar keinen Bock drauf. Gibt es denn eine 23? Gibt nicht mal eine 23. Zumal ich hier auch gar nichts öffnen kann. Super. Was? Transport. Dead and Blood. Ah. Man kann ja was öffnen. Ah, schön. Ja, super. Darauf habe ich richtig Bock. Darf ich mir irgendein Gelaber wieder anhören? Da kann ich nichts öffnen. Schön. Hä? Jetzt? Was ist das? Ah. Was Platte namens Gedicht für die Verdammten? Nehmen. Ja, was bringt's mir? Kommen wir hier nicht weiter. Ach so. Oh Gott, ey. Ich kann mir schon denken, was jetzt passiert. Rest, my child. God knows his soul is defiled. Black Donald will find him, his everlasting fight will be grim. Seek the light. Such das Licht. You will never leave this vessel. You seem frightened, Alex. You reckon he was all over when you left the field. You were to support us in the attack. We scream for you. Remember what you learned about those men who leave their king like Jeff? Hä? What the fuck? Okay. Möchte ich da raus?
Die Frage ist, wo soll ich hin? Super. Hä? Ich blick's gerade nicht. Tut mir leid, Leute, aber ich blick's gerade echt nicht. Alter. Wie viel sind das bitte? Okay. What the fuck? Alter. Das Spiel macht mich fertig. Okay, wir sind... Na gut, wir sind wieder hier, aber... Was ist das für eine komische... gut, da ist ja eh nichts drin. Ja, jetzt muss ich wieder zurück. Nee, doch nicht. Hier muss ich rein. Okay. Keiner. Jedenfalls haben wir einen neuen Abschnitt erreicht, was ich schon mal sehr gut finde. Oh. Ein Revolver. Nein. Haben wir jetzt auf einmal Munition und Waffen oder was? Gut. Okay. Oh, warum nicht? Warum nicht? Nicht schlecht. Wie soll man sich denn vor den Dingern verstecken, wenn sie plötzlich kommen? Ohne Scheiß.
Das hasse ich. Ah, man kann sich hier drunter verstecken. Okay. Interessant. Alter, wenn der jetzt jedes Mal hier rumstampft. Okay. Sie sind nach einer Zeit wieder weg, wie es aussieht. Habe ich das Gefühl. Ach ja. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Kommt hier wieder irgendwo rein? Doch, hier kommt man rein. Was gibt's hier noch? Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Gucken wir mal hier. Gibt es ja noch so viele Türen, wo zu sind. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für eine von den Türen ist. Na gut. Gehen wir weiter. Weißt du nicht, was die Pistole bringen soll? Die richtet gegen diese Mega-Typen da eigentlich nichts aus. Stecken wir uns wieder hier unten. Es geht ja nach einer Zeit wieder weg, wie es aussieht. Jetzt auch nicht ganz, aber gut. Hier ist es. Ne, hier ist nicht der Schlüssel. Schlüsselcode Mannschaftsräume. Boilerraum 4, Wartung 12, Boilerraum 5, Wartung 14, Mannschaftsküche, Lager 11, F-Deck zwischen Zubehörlager 44, F-Deck, Speiseraum 22, G-Deck, Mannschaft, Schlafräume 5. Wartungsvorräte 19. Schreiben wir mal kurz auf. Boilerraum 4. Beziehungsweise. Ich komme gleich wieder, mache ein kurzes Bild mit dem Handy. Ist, glaube ich, im Endeffekt einfacher. So. Das war jetzt nicht so mega geil. Und jetzt hier kommt er natürlich ein bisschen Stier. Ah, scheiße. Ja, dann müssen wir schnell sein. Das heißt, es kommt immer im Abschnitt von ein paar Minuten kommt dieser Ton und dann rennt dieses komische Monster wieder draußen rum. Okay. So, der Revolver. Ja gut, der ist eigentlich, wie ich finde, schon für den Arsch. Weil man kann das Monster halt ein paar Sekunden damit abschrecken, aber mehr bringt dann halt auch nicht. Sehr viel bringt es nichts. So, wir haben ein Bild gemacht. Mal ganz kurz anschauen. Kann man sich ja dann relativ gut merken. Muss ich nicht das ganze Zeug aufschreiben. Ist ja dann doch ein bisschen einfacher. So.
kann ja eigentlich immer relativ schnell durchlaufen. Der Raum war hier irgendwo hier vorne, glaube ich, oder? Ja, hier, da war der Hinweis. Wo war denn dieser Raum mit den... Nee. Wo war denn dieser Raum mit den Schlüsseln? Da gibt's hier irgendwo... Hier was. Doch, hier war das mit den Schlüsseln. Das passiert jetzt eh gleich wieder. So, verstecken wir uns mal wieder. Hier dürfte uns ja eigentlich nicht kriegen. Selbst wenn er reinkommt. Das ist ein bisschen schwierig. Man muss halt relativ schnell den richtigen Weg finden. Sonst muss man sich halt jedes Mal wieder verstecken. Das ist halt echt ein bisschen nervig. Auf Dauer. Was haben wir hier? Scheint es gar nichts zu geben, oder was? Ja. Und das hier kann man sich auf jeden Fall immer wieder verstecken. Hier war gar nichts drin. Hier war das. Ist auch nichts. Hier ist noch eine Tür. Die ist aber auch zu. Nationsschloss. Boah. Auch wieder alles Mögliche sein. F-Deck Dining Room. Speiseraum 22. Stimmt. Okay. Ich glaube, wir müssen uns jetzt ewig gleich wieder verstecken. Das war nämlich gedacht. Na gut, klappt eigentlich ganz gut. Wir haben ja jetzt überall diese Kombination aufgeschrieben, das hilft einem schon ziemlich weiter. Und ich denke mal, so sind wir ganz gut unterwegs und können das komische Monster da in Schacht halten. Und dass es uns nicht jedes Mal findet und dass wir tausendmal sterben, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Deswegen, es ist schon ganz gut so. So, jetzt kommen wir wieder raus. Da vorne war der Raum. Genau hier. Dining Room. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir da hin? Hier brauchen wir nicht lang. Sondern wahrscheinlich hier lang. Das Office ist auch zu. Ah. Office. Rettungsvorräte. Ja, da. 44? Vielleicht? Ne, geht nur bis... Okay, dann... müssen wir woanders hin. Da kann man sich nochmal verstecken. Gut zu wissen. Purse's Office. Purser's Office. Was ist denn das Office? Schlafräume, Speiseraum, Wartungsvorräte. Lager. Elf vielleicht. Vielleicht die Elf. Könnte das sein. Müssen wir mal gucken. Office ist ja eigentlich Büro. Das könnte die Elf eventuell sein, ne? Hier war es doch. Die 11.
Nee. Die 12. 14 gibt's noch. 19. 19 ist auch nicht. 22. Gute Frage. Ich habe leider keine Ahnung. Weapons, hä? Was soll ich denn jetzt hier drin? Ach so. Hier soll ich rein? Ansatz. Was soll ich denn mit einem Brandsatz? Okay. Brandsatz. Nehmen. Für was? Ist die Frage. Oh. Da lief er grad. Brandsatz. Für was soll ich einen Brandsatz nehmen? ...20, 30, das ist das höchste. 30. Ich muss Purser's Office. Ich muss irgendwo da rein. Und das komme ich ja nicht hin. Weapons. Ist der Schlüsselcode. Hallo? Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ohne Witz, ich sehe nichts. Keine Ahnung, wo ich bin. 28 ist ja dann der Code. Kann sein, dass ich jetzt verreck, ich weiß es nicht. Na gut, wir haben uns ja schon ganz gut versteckt. 28. Also. Okay. Na gut, da komm ich ja eh nie drauf. Was haben wir hier? Explosive hat die Waffenlage auf dieses Deck hintergelegt. Sie sind in die einen großen Schrank. Das ist ganz scharf und können sie aktiv werden. Das kenne ich doch schon. Wo ist das Problem? Hä, was hat es mir jetzt gebracht, dass ich das weiß? Gar nichts, toll. Schön. Super klasse. Keine Ahnung, Leute, wo ich hin soll. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe diesen Brandsatz gefunden, aber ich habe keinen Plan, wo ich den oder was ich mit dem machen soll. Ohne Scheiß. Muss ich den irgendwo positionieren? Aber wo ist die Frage? Wo muss ich den positionieren?
das irgendwie verschieben? Ah. Ja, toll, ich habe kein Streichholz. Ja, schön. Cool. Schön, dass ich keine Streichhölzer mehr habe. Das ist sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Hä? Sehr gerne noch Streichhölzer gehabt. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sterben sollte, ist es halt so, mein Gott. Egal, vielleicht habe ich ja jetzt wieder Streichhölzer, wenn ich Glück habe. Bin ich, Alter. Ein Streichholz haben wir. Ernsthaft? Das ist ein Scherz. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ne, 4 haben wir. Gerade sagen. Okay, die dürfen halt nicht verschwinden. Die Streichhölzer. Machen wir halt nochmal alles neu, ist ja kein Problem. Oder? Wo ist das Problem? Würde ich sagen. Okay. Wo ist dieser verkackte Schlüssel? Das kennen wir schon. Ja, wo war der scheiß Schlüssel? Hier. Komm, komm. Jetzt geht es ja eh gleich wieder los. Deswegen verstecke ich mich schon mal. Wir haben ja Zeit, Leute, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt rausrennen muss wie sonst was. Wir wissen jetzt, was zu tun ist. Das ist auch gut so. So, komm, wird wieder dunkel. Den ganzen Tag habe ich jetzt nur doch nicht Zeit. Also wäre schon cool, wenn wir jetzt mal Gas geben würden. So. Jetzt warten wir natürlich wieder kurz, bis die Lichter angehen. Dann ist der nette Herr auch wieder weg. Und dann legen wir mal den Brandsatz. Beziehungsweise wir müssen ihn ja erstmal finden. Und dann entzünden wir mal das hübsche Teil. Das Wasser steigt natürlich auch, das ist jetzt nicht unbedingt vom Vorteil. Aber wir haben auf jeden Fall noch reichlich Zeit, das hinzukriegen. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier überhaupt hin müssen. Sind wir hergekommen? Na, hier. Brauchen wir nicht rein. Müssen wir hier mal gucken. Geht's auch nicht weiter. Ging es nicht weiter. Naja, hier war der Code. 28 war es. 20, hallo? 20 oder nicht? Hä? Jetzt doof. Das war doch der Code 28. Oder nicht? Ich glaube, ich bin. Das ist jetzt wieder ein anderer Code. Alter, ich werd verrückt. Der Code war doch. Wo stand denn der Code nochmal? Der stand doch hier irgendwo.
Oh, Alter. Ihr werdet bekloppt. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich hasse es! Mann, ey. Ändert sich der Code jetzt jedes Mal? Das war doch 28. Oder bin ich jetzt komplett ballerballer? Hä? Ich könnte schwören, dass es 28 war. Beim ersten Durchlauf, bevor wir gestorben sind. Deswegen. Komisch. Komisch. So. Jetzt mal, mal gucken. Es kann sein, dass wir vielleicht auch erst diesen Text lesen müssen, bevor wir Was war denn jetzt dieser Scheiß? Nicht. Mann, dieser scheiß Vorratsraum. Hä, das war doch 28. 27, 28. 29. 30. 30. Ja, das ist 18. Hä? Hier was. Warte mal. Ich hasse es, Alter. Ich glaube, der findet mich wieder. Das heißt ja, man soll unter das Bett. Ich hab Glück gehabt, cool. Haben wir ja sogar richtig Glück gehabt. Oh. Hier wären auch nochmal Batterien gewesen. Ach, verdammt. Hä, wo war denn jetzt dieser verfickte Raum? Wo man diesen Code da lesen konnte. Das gibt's ja gar nicht. F-Deck Dining Room. Warte mal. F-Deck Dining Room. Das kann sein, dass das doch der Code war. Speiseraum 22 war es dann. Ach, Mann. Jetzt haben wir es. Stimmt, das war ja nochmal ein extra Raum. Alter, hier war der Raum. Das war nämlich die 28. Genau. Okay. Jetzt müssen wir natürlich wieder Nur, dass er mich hier nicht findet. Das wäre nämlich scheiße. Ach Mann, das Spiel ist scheiße zu mir. Aber gut, wir wissen jetzt zumindest, wie es läuft. So, Revolver aufnehmen. Keine Ahnung, für was ich den brauche. Aber ja, wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. So, jetzt gehen wir zurück. Wird es auch irgendwann mal geregelt bekommen. Oh Mann, ey. Wir wären schon lang durch. Aber nein. Wir können ja uns kurz Licht anmachen. Wir kriegen ja wieder Taschenlampen später. Streichhölzer meine ich. Das ist nicht ganz so schlimm. So. Düsen wir mal wieder los.
ob wir den Raum vielleicht nochmal finden, wo es die Streichhölzer gab. Ja, hier war der Schlüssel. Brauchen wir ja jetzt für die Tür hier. Für die Tür meine ich, sorry. So, hier. Muss ich ja wieder verstecken. Auf jeden Fall gut zu wissen. Das war ja die 22. Auch schon mal hinbekommen. Aber wir gehen lieber auf Nummer sicher. Wir brauchen ja eh nur ein Streichholz. Zur Not zwei. Wäre auch nicht schlimm. Wir müssen uns echt ein bisschen beeilen, weil hier sieht man schon, das Wasser steigt und steigt. Irgendwann kann man nicht mehr laufen und Bock habt zu schwimmen. Muss nicht sein. So. Okay. Mal kurz gucken, wo es denn hier überhaupt hingeht. Genau, hier geht's weiter. Hier müssen wir ja die Bombe ablegen zum Schluss. Das war 28. Genau. Kann man ja die. Hier hat es ja gar nichts gebracht, irgendwas zu holen. Dann geht's noch weiter. Genau. Zurück. Jetzt tut das Ding eh gleich wieder starten und verstecken uns mal. Hab's mir gedacht, gut, dass wir es gemacht haben. So, jetzt gehen wir zurück, tun endlich mal die Bombe zünden. Mal schauen, was dann passiert. Ich hoffe, dass wir dann in einen neuen Abschnitt kommen und dass wir das nicht alles nochmal machen müssen. Da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Komm, tut jetzt, bitte. Dankeschön. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ist nur theoretisch wieder hier zurück, oder nicht? Nee. Müssen wir doch hergekommen. Hier müssen wir doch. Alter, ich blick's echt manchmal nicht mehr. Hier. Genau. Nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hä? Wie, ich bin tot schon wieder. Leck mich am Arsch, ohne Witz. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn ich es dann endlich mal geschafft habe. Diesmal gehe ich ein bisschen weiter in Deckung. Und ja, bis gleich. Wir haben es geschafft, Leute. Did you notice, man? Did you speak with him on a personal matter? Yes. I was quite wondering, do you have any thought? Now, tell me again. Which person am I talking to now? The ancient soul. Lost forever. Let me leave. Just let me finish. Now calm down. I only want to hear your name. Oh, he's coming! No help is real! Only the Kaiser! Minnie! Call him, please! We'll continue this later. Okay. Na gut.
Also, ich bin jetzt hier einfach diesen Weg hochgerannt und dann kam schon ein neuer Abschnitt. Also, so sehr viel verpasst habt ihr jetzt nicht. Ich merke gerade, wir haben gar keinen Revolver mehr. Ja, toll, wo muss ich jetzt hin? Verdammt. Hier kann man nochmal was lesen. An das Kriegsministerium. Heute wende ich mich an Sie bezüglich der sprachvollen Tragödie meines verstorbenen Sohnes, des gefreiten Alfred Clark. Nach mehreren Briefen steht ein offizieller Briefwechsel zwecks Informationen zu seinem schrecklichen Schicksal noch aus. Während des letzten Kontakts mit meinem Kind informierte er mich über die Effektivität und das fehlende Risiko seines letzten Angriffs. Wie kam es dann, dass all diese Jungs in einer so sicheren Attacke ihr Leben verloren haben? Ich fürchte, mein Kummer hat mich übermannt und ich bitte einfach nur um eine Antwort. Okay. Wo soll ich jetzt hin? Das ist die Frage. Gut. Second Glass. Hier bin ich hochgekommen, genau. Aber... Hä? Kann ich ja nichts mehr machen. Alter. What the fuck? Hä, wo bin ich jetzt? Nein, dort. Irgendwas ist doch jetzt gerade aufgegangen. Ah, hier. Alter, ohne Witz, ich will nicht mehr. Hä? Hä? Ach du Scheiße. Was hat der vor, Hallo? Gott. Alter. What the fuck? What the fuck? Sind wir das? Scheint so. Alter, was passiert hier? Hä? Ja, was passiert jetzt hier?
muss hier auf jeden Fall irgendwie rauskommen. Frage ist nur wie. Hier auch nicht weiter. Hä? Hä? Hier halt, ja. Hier geht's auch nicht weiter. Kann auch gegen keine Tür rennen. Hier lang. Okay. Was soll ich hier? Du kannst ja nur hier lang gehen. What the fuck, Alter? Hier durch, Kumpel, ja, schön. Hier lang? Ich hab keine Ahnung. Ne. Hier lang? Sag doch, wo lang? Alter. Muss ich dem hinterher rennen, oder was? Was? Was hier? Hä? Wo soll ich hin? Hier rein oder was? Hä? Und jetzt? Alter, ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Alter. Leg mich doch auf den Arsch, Alter. Hä? What? Hä? Ich blick's echt nicht, wo ich hin soll, Mann. Alter, ich hasse es. Wenn man plötzlich überrascht wird und dann hast du 2 Sekunden Zeit. 2 Sekunden hast du Zeit.
So, Schlüssel holen, komm. Schlüssel, nimm ihn. Ruf das Ding. Ja, hier. Hier nicht. Aha. What? Rico, komm jetzt das Ding auf da. Nicht auf den Arsch. Bloody hell, it's locked! Wait a second, Alexander! Hä? That'll bloody do it! Drauf! Was? War das jetzt richtig? Ich meine ja. Scheint so. Oh. Alter. Alter, Leute. Mr. Thompson himself, amongst all men, had perished on the front line. Condemn your words. He was there. I saw him with my own eyes. Burn those pliers amongst all gallants. Now, Alexander, I showed you the path. Clearly, Mr. Thompson had never left the field. You have his picture. Well, what was left of him, at least. Okay. What the fuck? Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Neues. So Adrenalin, weil du dir von den Wassermassen entkommen musst und du hast keine Ahnung wie. Also musst immer die richtige Tür finden. Oh, jetzt geht's gerade wieder weiter. Und so viele Türen, ey, immer. Na gut, da geht's nicht lang. Muss es ja hier irgendwo weitergehen. Da auch nicht. Auch nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Hey, so viele Türen kannst du hier gar nicht geben, Mensch. Alter. Gut, geradeaus. Dafür braucht er einen Schlüssel. Ja, wo soll ich denn einen Schlüssel herkriegen? Alter. Warum? Hä, wo soll ich denn hier einen Schlüssel herkriegen? Wenn hier alles zu ist. Ah. Na gut. Sage natürlich nicht nein. Da ist ein Schlüssel. Okay. Glück gehabt. Lass mich raten, jetzt kommt natürlich gleich wieder jemand. Hä, das war doch der Raum. Alter. Hier, das ist nicht der Schlüssel. Hä? Jetzt verarschen.
Ich blick's gerade echt nicht mehr. Ich hab doch gerade einen Schlüssel gefunden. Und komischerweise keine Tür geht auf. Das Spiel will mich doch verarschen. Das Spiel will mich doch total verarschen gerade. Na, dafür ist der Schlüssel, natürlich. Na klar. Ich mache eine Tür auf, um Schlüssel zu finden. Und mache eine Tür auf, um nochmal einen Schlüssel zu finden. Meine Logik. Jetzt haben wir's. Okay. Und so, you notice this abspielen. Da muss man wieder, was ist denn das? Was steht denn da draußen drin? Hä? Wie weit geht denn das Schloss? Bis zur 31. Na gut, dann müssen wir halt wieder alles durchprobieren. So. Probieren wir mal die 19. Ne, von oben. Und so 31 ist das höchste. Da machen wir 22. Ne. Zwölf ist es. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Okay, die Tür geht einfach mal von allein auf, aber gut. Warum nicht? Hä? Was ist jetzt los? What the fuck? So heftig. Ja, herein. Nicht? Oh, hi. Ach du Scheiße, die sehen ja geil aus. Was? Jetzt will ich rein. Lesen. Königliche Benachrichtigung zwecks einer Hinrichtung. Bestätigt durch diese Nachricht soll der Gefreite Alexander Doctor nach seiner Rückkehr aus dem Schützengraben zum Festland hingerichtet werden. Der Transport zum Festland wird mit Alexander am 3. August 1917 ablegen.
Die Hinrichtung findet zeitnah statt, wenn Mittel und Männer es erlauben. Gründe für die Hinrichtung: Feigheit. Zu beachten, der Gefreite Alexander ist als Kandidat für das Verfahren des zweiten Lebensgesetzes vorgesehen. Die Prozedur findet während des Transports zum Festland statt. Wenn dieses Verfahren erfolgt hat und die Kampfmoral verändert, wird die Hinrichtung ausgesetzt. Es gilt also, dass die Hinrichtung erfolgt, wenn keine Therapie entsprechend des zweiten Lebensgesetzes stattfindet oder diese Prozedur versagt. Okay. Schön. Cool. Super. Er soll also hingerichtet werden. Wegen Feigheit. Ernsthaft? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Hallo? Okay. Da kann man sich wieder verstecken, aber... ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch muss. Ja, wie es aussieht, muss ich's. Oh, ich dachte, es wäre wieder alles vorbei, aber nein. Gleiches Spiel wie damals. Noch schlimmer wie damals. Aber ich muss wahrscheinlich hier lang. Frage ist nur, genau hier muss ich durch. Das heißt, ich muss wahrscheinlich, oder ich muss hier durch? Nö. Ja, wo muss ich dann hin? Gut, klar, hier kann man sich auch verstecken. Das war wahrscheinlich Sokrates, oder? Ja, da muss ich ja hier lang. Da gibt es ja nur den Weg. Hä? Das blicke ich jetzt aber auch nicht so ganz. Das blicke ich jetzt aber auch nicht so ganz. Was ich da jetzt genau machen muss. Also ich muss entweder dieses Tor öffnen oder diesen Fahrstuhlschacht oder was das auch immer sein soll. Aber wie ist die Frage? Wie, wo? Muss ich ja irgendeinen Hebel drücken oder ziehen oder irgendeinen Strom anstellen. Aber keine Ahnung wie. Komme ich ja nicht rein. Hä? Dann muss ich das hier irgendwo machen. Das kann natürlich auch gut sein. Auch nicht rein. Ach du heilige Scheiße. Hier komme ich rein. Ja, was gibt's jetzt hier? Nix. Doch. Ein Schlüssel. Immerhin. Sich ja theoretisch auch verstecken. Hier drunter. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Okay. Da haben wir zumindest einen Schlüssel gefunden. Was ja nicht schlecht ist. So, gehen wir zurück. Hierfür ist der Schlüssel, okay. Ach du Scheiße.
War das jetzt richtig? Scheint so. Komme ich da nicht durch? Ach, Alter. Lift. Schön. Jetzt geht's. Manchmal spinnt's leider ein bisschen rum. Wahrscheinlich muss ich wieder runter. Ja. Hä? Okay, hier geht sogar rein. Alter. Krasser Scheiß. Schlüsselcodes Mannschaft. Machen wir auch ganz kurz mal ein Bild. Also es kann ja nicht schaden, davon ein Bild zu machen. So. Okay. D7. D7 ist... Ah, wir haben nur A. Ja, super. Ist natürlich klasse. D-Bereich oder was? Ist alles nur. Gibt es da eine Rückseite? Ne. Mannschaftscode, das sind alles nur A. Okay. Hilft mir jetzt aber gar nicht. Was? Ah, immer diese Kacke, Alter, Mann. Echt jetzt. Leco mio, wo bin ich jetzt wieder? Hätten wir da wieder nicht 10-mal durch. Dankeschön. So. Gehen wir wieder runter. Ich mache jetzt mal ein bisschen schnell hier. Kein Bock, dass ihr 1000-mal alles seht. Na ja gut, dann geht's rein. Gut, hier geht's natürlich nicht rein. Hier geht's rein. Gibt's ja auch noch. Diese Gänge können jederzeit überflutet werden, sofort zur Evakuierung. Schön. Jetzt gehen wir wieder. Hä? Kein Plan, wo ich hin muss. D7. A7, 33. Aber was ist D7? Hä? Soll ich 33 probieren?
33 wäre das dann, oder was? Aber macht doch gar keinen Sinn. Gibt ja gar keine. Ist hier noch irgendwas zu entdecken? Hier geht's ja aber auch gar nicht. Ach, hier ist noch was zum Aufmachen. Aber hier gibt's nichts zu finden. Ach, da ist was drin, aber das bringt mir nicht viel. Hm. Dann kannst eigentlich kann es ja nur 33 sein. Ich wüsste jetzt echt nicht, was ich noch. Da hinten noch irgendwas drauf. Nee. 33. Das geht ja gar nicht bis. Geht nur bis 31 eben. D7. Ah, 25 ist D7, jetzt haben wir es. Alter. 20. Okay. Wie willst du das schaffen, Alter? Wie soll man das bitte schaffen? Jetzt weiß man zumindest die 25. Ja, aber trotzdem, wie willst du das schaffen, ey? Ist doch unmöglich, sowas. Naja, also... Tut mir leid. Aber Usain Bolt bin ich auch nicht. Ich kann ja nicht rennen wie Weltmeister. Also 25. Hier sind wir. Hä? Bin ich jetzt? Die Tür braucht einen Schlüssel. Ah, lustig. Lustig. Hä? The fuck, Alter, hier ist nicht mal ein Schlüssel. Was bringt es mir? Hallo? Unmöglich, Alter. Unmöglich. Nicht mal machbar. Keine Ahnung, Leute. Also. Sowas Bescheuertes. Was soll ich denn auf die Schnelle einen Schlüssel herkriegen? Sag mir das. So. Hallo. 20. Oh, Leute. Also geradeaus laufen ist Todesurteil. Ach, Mann. So nervig. Wo soll ich denn auf die Schnelle einen Schlüssel herkriegen? Sag's mir. Sollen wir denn da überleben, Alter? Ja, ihr wollt mich doch verarschen, Jungs. Also, ich melde mich gleich nochmal wieder, wenn ich es dann offline endlich mal geschafft habe. Leck mich am Arsch, ey. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Ich bin jetzt einfach ein bisschen weiter gerannt.
Wir haben jetzt hier einen Revolver gefunden, wo ich mir den Weg freischießen konnte. Jetzt rennen wir wieder zurück. Macht aber eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ah doch, der Aufzug funktioniert. Okay. Hä? Okay. Warum fahre ich jetzt nach unten? Da unten ist Wasser. Hä? Okay. Anscheinend doch kein Wasser. What the fuck, Alter? Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Okay. Alter, what the fuck? Wo kommst du auf einmal her? Holy shit. Steht er plötzlich hinter mir. Ich glaube, ich spinne. Alter, ist dein Ernst? Alles klar, übertreib deine Lage. Hä, aber wo sollte ich jetzt hin? Sorry, dass ich jetzt gerade hier so konfus rumrenne, aber ich habe keinen Plan, wo ich überhaupt hin muss. Ich meine, klar, ich muss wieder zurück. Jetzt mit dem Aufzug hier, aber was hat es gebracht oder was soll das bringen? Es tut irgendwas aktivieren, wo das Wasser absaugt. Also das habe ich so vom Ton her, hört sich das so an. Aber, dass der Typ da plötzlich hinter mir steht. Alter, habe ich mich erschrocken. Leckt mich am Arsch. Komm, Aufzug, funktionier. Muss doch möglich sein, hier den Aufzug zu rufen, ey. Ey, wenn der jetzt kommt, Alter. Komm schon. Alter, der kommt echt. Verpiss dich, ey, bloß, sagst du. Verpiss dich bloß. Ah, kommt doch, du scheiß Aufzug. Er kommt echt. Ah! Ah, ah, ciao, du Wichser. Alter, was bist du für ein hässliches Kind? Ah! Oh, Leute, ich hab Gänsehaut. Leute, ich hab Gänsehaut im ganzen Körper. Okay. Wo soll ich jetzt hin? Soll ich jetzt wieder zurück oder was? Hä? Alles klar. Ich blick gar nichts mehr. Okay. Hä? Was? Ich soll jetzt da durch? Hä? Okay. Komm hoch da. Oh, danke. Das ist Game zum Schluss. Das ist Adrenalin pur, was hier abgeht. Aber vom Allerfeinsten, ey. Okay, ich kann nicht rennen. Ich habe keinen Revolver, ich habe nur noch zwei Streichhölzer. Ich glaube, das Spiel neigt sich langsam dem Ende zu. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben hier auf jeden Fall Musik. Welche Vorhänge. Okay. Ich sehe. Wollte gerade sagen, ich sehe überhaupt nichts. Es ist stockdunkel. Oder ging das Licht an? Na gut. Die Tür geht auf. Now rest your mind. We'll speak again.
Aber er wurde nicht erhängt. Aber... Das war's, oder was? Hä? Okay, das war das Ende, Leute. Also er hat sich alles nur eingebildet und hat die ganzen Geister in seinem Kopf haben existiert und er war ganz allein auf dem Schiff. Verstehst du es jetzt richtig? Er wurde nicht hingerichtet. Weil er alle gerettet hat. Okay. Also es war auf jeden Fall ein cooles Game. Ging jetzt nicht lang. Ich glaube 3 Stunden habe ich ungefähr aufgenommen. Man kann sich's auf jeden Fall mal spielen. Man kann es auf jeden Fall spielen. Wenn ihr Bock drauf habt, ich tue den Link unten mal in die Videobeschreibung rein. Bei Steam kostet, glaube ich, ca. 8 Euro momentan. Ist, wie gesagt, auch auf Deutsch seit ein paar Tagen verfügbar. Am Anfang war es ja nur komplett auf Englisch. Und... ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auch wieder, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen und sagt ciao, ciao. Bis zum nächsten Horror-Let's Play.